Das macht dann auch den Unterschied zwischen Masochismus und dem echten Sadismus aus. Während der Sadist sich um die Wünsche oder Vorstellungen, Interessen des Subjekts nicht kümmert, sondern dieses annihiliert, verletzt, zurücklässt, wie jeder Perverse, der das Objekt seines Genießens in der Durchlaufschleife durch den Eigenkörper nimmt und der andere nur den Mittel zum Zweck darstellt, wird beim Masochismus ein Pakt, eine Komplizenschaft beschworen, der egal wie inszeniert die Traktationen, wie heftig, wie ausgedehnt, wie verwinkelt, wie elaboriert all diese Exerzitien pythischer oder eleusinischer Art sein mögen. Es muss am Ende das Subjekt nach den Höllenfahrten erst recht erquickt, triumphal, mit noch mehr Erkenntnis, mit noch mehr Genuss, mit noch mehr Gereinigtheit, mit noch mehr Erfahrung dessen, wozu diese Apparaturen gemacht sind, all das ertragen, überwinden und metaphorisieren, metamorphotisieren zu können, hervorgehen. Das eine ist also eine Komplizenschaft für Höllen zu Himmel Wiederauffahrts Busbahnhofreisen. Das andere ist etwas vollkommen anderes, einfach die Entwürdigung, Demütigung, Entleerung, Annihilierung jeglicher Subjektansprüche, um dies auf den eigenen Narzissmus einzuschwören.